Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Damla Hekimolo. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Machtkampf um den mächtigsten Posten im US-Parlament geht in die siebte Runde und damit auch das Wahldebakel für die Republikaner. Deren Kandidat Kevin McCarthy verfehlte heute in drei weiteren Anläufen die Mehrheit, um sich zum Vorsitzenden des Repräsentantenhauses wählen zu lassen. Wie bereits gestern verweigerten ihm erneut zu viele Abgeordnete der eigenen Partei die Unterstützung. Ohne einen gewählten Vorsitzenden ist die Kongresskammer praktisch handlungsunfähig. Gudrun Engel in Washington. McCarthy ist auch im sechsten Wahlgang gescheitert. Und wie geht's jetzt weiter? Ja, tatsächlich gibt es im Moment gerade eine kurze Verschnaufpause für alle Beteiligten. Um 8 Uhr US-Zeit, also 2 Uhr nachts deutscher Zeit, wird das Repräsentantenhaus wieder zusammenkommen. Und dann ist die Frage, wird es danach dann weitere Wahlgänge geben? Oder wird man sich vertagen auf morgen? Im Moment sitzen die Parteien gerade zusammen. Die Demokraten sind sich ohnehin einig. Aber bei den Republikanern wird wild diskutiert und verhandelt, was man denn den Abtrünnigen und den Blockierern noch anbieten könnte, damit sie dann eventuell um 8 doch noch ihre Stimme für Kevin McCarthy abgeben. Kann McCarthy denn überhaupt noch weiter antreten oder ist er bereits zu beschädigt? Er selbst hat in einem Interview kurz nachdem die Pause bekannt gegeben wurde gesagt, er wird weiterhin antreten und er hat auch noch nie erlebt, er habe bereits 90% der Stimmen, 10% fehlten ihm und er habe noch nie erlebt, dass am Ende irgendwo die 10% sich durchgesetzt hätten. Er will also weiter antreten. Tatsächlich muss man aber natürlich sagen, dass das für ihn ein großes Debakel ist und dass er dadurch natürlich geschädigt ist. Sollte er also tatsächlich irgendwann diese Wahl gewinnen im wievielten Wahlgang auch immer, ist es natürlich so, dass er erstmal die Gräben in seiner eigenen Partei schließen muss und sich dann natürlich erst darum kümmern kann, was er sich eigentlich vorgenommen hat, nämlich die Politik von Präsident Biden und der demokratischen Administration zu kontrollieren und gegebenenfalls auch zu torpedieren. Danke, Gudrun Engel in Washington. In Brüssel haben sich Vertreter der Europäischen Union auf eine gemeinsame Linie im Umgang mit Einreisenden aus China geeinigt. Den Mitgliedsländern wird angesichts der rasant steigenden Corona-Infektionszahlen dringend empfohlen, einen negativen Test vor dem Abflug vorzuschreiben, der nicht älter als 48 Stunden sein soll. Zusätzlich sollten Passagiere stichprobenartig bei Ankunft getestet werden. Die Entscheidung ist für die einzelnen EU-Staaten nicht bindend, gilt aber als Leitschnur. Die Krawalle in der Silvesternacht sorgen weiter für Diskussionen. Bundesinnenministerin Faeser sagte der Funke Mediengruppe, es gebe in Großstädten ein Problem mit bestimmten gewaltbereiten jungen Männern mit Migrationshintergrund. Ihnen müssten klar Grenzen aufgezeigt werden, ohne rassistische Ressentiments zu schüren. Berlins regierende Bürgermeisterin Giffey wies Kritik aus der Union zurück, ihr Senat habe die Polizeiarbeit vernachlässigt. Zugleich kündigte sie einen Gipfel gegen Jugendgewalt an. Dabei sollen soziale Brennpunkte verstärkt in den Blick genommen werden. 4 Tage nach Silvester ist der Alltag zurück in Neukölln und Kreuzberg. Doch die Übergriffe auf Feuerwehr und Polizei in der Silvesternacht wirken noch nach. 145 Verdächtige waren wegen der Attacken festgenommen worden. Von ihnen haben 2/3 einen Migrationshintergrund. Sie kommen unter anderem aus Syrien und Afghanistan. Ich kann auch verstehen, dass die Leute mit Migrationshintergrund, es sollen ja viele mit Migrationshintergrund dahinter stecken, soweit ich weiß, sich hier nicht wirklich integriert fühlen. Das kann ich auch nachvollziehen. Aber die Reaktion zu Silvester, Leute zu bedrohen und denen sozusagen in Kauf zu nehmen, dass sie schwer verletzt werden, das kann ich nicht nachvollziehen. Das hätte jeder sein können, mit oder ohne Migrationshintergrund. Und ich glaube, wahrscheinlich jetzt hier waren genau mit oder ohne, weiß man nicht. Dass bei einigen Tätern die Integration offenbar misslungen ist, da ist man sich hier weitgehend einig. Vereinzelt waren Angreifer schon vorher aufgefallen. Auch deshalb wird nun intensivere Sozialarbeit gefordert, um gefährdete Jugendliche früh genug zu erreichen. Natürlich sind da Jugendliche und Kinder und Jungs dran beteiligt, die sich durchaus auch an so einem Macho-Kult
von gewissen Clangrößen orientieren und das toll finden, ganz klar. Sonst würden sie das ja nicht so zur Schau stellen. Diese Streetworkerin in Neukölln weiß, dass es hier Verständnis für den Frust von jungen Menschen gibt. Aber die Übergriffe auf Feuerwehr und Polizei werden auch im Kiez abgelehnt. Natürlich werden diese Taten verurteilt und die werden durchweg verurteilt. Also wir haben in der Jugendeinrichtung gestern viele Gespräche geführt und alle Jugendlichen verurteilen diese Straftaten. Es werden auch Rufe nach Abschiebungen und so weiter breit von Migrationsjugendlichen, sagen dann, die müsste man alle abschieben, die sollen alle zurück, von wo die kommen. Die Gewalt gegen Rettungskräfte nimmt übrigens schon seit längerem zu, sagen Experten. Und da kämen die Täter aus allen Bevölkerungsschichten. Der Umgang mit Rettungskräften, mit Ärzten in Rettungsstationen, da beobachten wir auch immer wieder aggressive Grenzüberschreitungen. Klar ist, die Feuerwehr soll nun besser ausgestattet werden, auch mit Kameras, damit die Täter leichter identifiziert werden können. Das Verteidigungsministerium hat weitere Gespräche mit der Industrie angekündigt, um die Einsatztauglichkeit des Schützenpanzers Puma zu prüfen. Bei einer Übung im vergangenen Jahr waren alle 18 beteiligten Pumas ausgefallen. Wie das Ministerium heute mitteilte, waren es überwiegend kleinere und mittlere Schäden. Auch diese könnten im Gefecht aber gefährlich sein, hieß es. Verteidigungsministerin Lambrecht hatte die weitere Beschaffung des Schützenpanzers auf Eis gelegt und ihn aus der NATO-Eingreiftruppe herausnehmen lassen. Die Probleme mit dem Puma, fast alles Bagatellen, so hatte die Industrie sie kürzlich bezeichnet. 17 der 18 kaputten Schützenpanzer sind schon repariert. Das bestätigt heute das Verteidigungsministerium und räumt ein, es seien tatsächlich überwiegend kleinere und mittlere Schäden gewesen. Aber auch vermeintlich einfache Ausfälle können im Gefecht zum Tode führen. Deswegen muss das sorgfältig untersucht werden und das tun wir. Verteidigungsministerin Lambrecht hatte den Nachkauf neuer Puma erst einmal gestoppt. Bei einem Auslandsbesuch vor allem die Industrie für die Panzerausfälle verantwortlich gemacht. Mittlerweile zeichnet sich ab, dass wohl auch einige Bedienfehler und mangelnde Ausbildung schuld sind. Kritik daher aus Opposition und Koalition. Ich glaube, dass die Ministerin in ihrer Ersteinschätzung völlig daneben lag. Sie hat versucht, die Fehler alle der Industrie in die Schuhe zu schieben. Es waren eher kleine Fehler. Aber dann fragt man sich natürlich, warum stellen die Soldaten dann alle 18 Panzer ab und sagen, Übung ist beendet, wir können nicht weitermachen. Wenn die Industrie zum Beispiel sagt, es waren Sicherungen, die rausgesprungen sind, warum kann die Truppe das nicht selber reparieren? Eigentlich sollten die Pumas schon seit Jahresbeginn für den Einsatz in der schnellen Eingreiftruppe der NATO bereitstehen. Dafür wird nun weiter erst einmal das veraltete Vorgängermodell genutzt. Immerhin ist man im Ministerium wieder vorsichtig optimistisch, dass der Hightech-Schützenpanzer trotz Problemen eine Zukunft in der Bundeswehr hat. Ein Spitzentreffen soll darüber schon bald Klarheit bringen. Im Kampf gegen russische Truppen erhält die Ukraine weitere westliche Waffen. Frankreich will sogenannte Spähpanzer liefern. Das teilte der Élysée-Palast nach einem Telefonat zwischen den Präsidenten Macron und Zelensky mit. Demnach soll es sich um einen Radpanzer mit Kanone handeln, der vor allem zur Aufklärung eingesetzt wird. Sind tausende Menschen für ein Ende der gewaltsamen Proteste nach der Amtsenthebung von Ex-Präsident Castillo auf die Straße gegangen. Der sogenannte Friedensmarsch in der Hauptstadt Lima war von konservativen Gruppen organisiert worden. Am Rande kam es vereinzelt zu Festnahmen von Gegendemonstranten. Heute wollen Castillo-Anhänger erneut demonstrieren. Seit Beginn der Proteste Mitte Dezember herrscht in Peru Ausnahmezustand. Es gab bereits mehr als 20 Tote. Zur morgigen Beisetzung des verstorbenen emeritierten Papstes Benedikt XVI. Werden Gäste aus aller Welt in Rom erwartet. Auch Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzler Scholz haben sich für die Trauerfeier angekündigt. Heute haben noch einmal tausende Gläubige im Petersdom vom einstigen Oberhaupt der katholischen Kirche Abschied genommen. Seit Montag war sein Leichnam dort für die Öffentlichkeit aufgebahrt. Die letzte Ruhestätte wird die Krypta unter dem Petersdom sein. Die Lottozahlen 19, 29, 31, 34, 37, 47. Superzahl 0. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und hier noch die Wetteraussichten. Tagsüber viele Wolken, zwischendurch etwas Sonne und gelegentliche Schauer. Am Alpenrand auch länger Regen. Vor allem in der Osthälfte noch windig bis stürmisch. Höchstwerte 7 bis 14 Grad.
Die Tagesschau meldet sich wieder gegen 2:45 Uhr. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Nacht.